Seit einer Woche läuft die Rückrunde der DKB-Handball-Bundesliga. Am 15. Februar bestritt der SC Magdeburg sein erstes Heimspiel nach der langen Winterpause. Der Gegner hieß frisch auf Göppingen. Auf Seiten der Göppinger war mit dabei Jens Schöngard. Von Februar bis Juni 2016 verstärkte er den SC Magdeburg und gewann mit dem Club seinen ersten Vereinstitel, den DHB-Pokal. Auch für den Dänen Jakob Beierstedt war es ein besonderes Spiel. Er wechselt zur nächsten Saison nach Göppingen. Vor dem Spiel wurde unserem Co-Trainer Thomas Svensson zum 49. Geburtstag gratuliert. Und die WM-Teilnehmer wurden vom Geschäftsführer Marc-Henrik Schmidt und SCM-Präsident Dirk Roswandowitz geehrt. Mit einer Schweigeminute wurde dem Ex-SCM-Spieler Wassili Kudinov gedacht. Er verstarb am 11. Februar im Alter von nur 47 Jahren. Nun zum Spiel. Der Ex-Magdeburger Spieler Jens Schöngard sorgte dafür, dass die Gäste am Anfang der Partie in Führung gehen konnten. Aber SCM-Kreisläufer Zelko Musa glich schnell zum 1:1 aus. Und per Konter traf Robert Weber zum 2:1. In der 5. Spielminute gingen die Gäste erneut in Führung. Wieder war es Rückraumschütze Jens Schöngard. Aber prompt kam der Ausgleich von Zelko Musa. Die neue Magdeburger Führung ließ nicht lange auf sich warten und so traf Matthias Musche zum 5:4. Und 5:4, wieder Führung für den SC. Torhüter Yannick Green zeigte eine starke Leistung und per Konter traf Matthias Musche zur ersten 2-Tore-Führung. Beide Mannschaften legten mit einem extrem hohen Tempo los und so glich Göppingen wieder aus. Marcel Schiller mit dem 7:7. Der Ausgleich sollte nicht lange bestehen bleiben und die Grün-Roten gingen schnell wieder in eine 2-Tore-Führung. Zelko Musa wirft hier zum 10:8. Und immer wieder ruft Yannick Green seine starke Torhüterleistung auf. So konnten einfache und schnelle Tore entstehen. Hier Matthias Musche zum 11:9. Aber der SCM konnte sich nicht so recht absetzen. Die Göppinger hielten mit aller Kraft dagegen und so glichen sie prompt wieder aus. 12:12. Doch dann gelang den Elbestädtern ein 3:0-Lauf. Nemanja Selenovic läutet ihn mit dem 17:14 in der 24. Spielminute ein. Und WM-Silbermedaillengewinner Christian O'Sullivan beendete ihn mit dem 19:14. Der SCM war zu diesem Zeitpunkt nun mit 5 Toren vor. Der Göppinger Trainer Magnus Andersson reagierte mit einer Auszeit. 4 Minuten vor der Halbzeitpause verkürzte Marcel Schiller zum 19:15. Der SCM ging mit einem 4-Tore-Polster in die Kabine. Nach der Pause reagierten die Gäste mit einem Blitzstart. Und so kamen sie in der 34. Minute wieder auf ein Tor heran. Marco Rentschler mit dem 19:18. Anschlusstreffer Göppingen. Und in der 35. Spielminute warf Jens Schöngard wieder zum Ausgleich. Schöngard erzielte in diesem Spiel 6 Tore für die Göppinger. Erst Spielmacher Christian O'Sullivan warf zur erneuten Führung. In der 36. Minute setzte er sich zum 21:20 durch. Mit insgesamt 8 Toren war Matthias Musche einer der erfolgreichsten Werfer auf Seiten des SCM. Immer wieder warf er die Magdeburger weiter in Front. Hier zum 3-Tore-Vorsprung zum 24:21. Nun lag die Partie in den Magdeburger Händen. Die Grün-Roten dominierten ab jetzt das Spiel. WM-Bronzemedaillengewinner Marco Besiak traf zum 30:25. Der SCM nun mit 5 Toren vor. Es sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Aber das tat es. Die Magdeburger warteten über 8 Spielminuten auf ein Tor und die Göppinger erzielten 6 Gegentreffer in Folge. Lars Kaufmann warf in der 58. Spielminute die Führung für die Göppinger. Die spannende Schlussphase begann. Vor 5.807 Zuschauern behielt Robert Weber die Nerven und glich zum 32:32 aus. Torhüter Yannick Green zeigte in dieser Partie einige starke Akzente und behielt ebenfalls in der Schlussphase die Nerven. Wie auch schon in Kolding hielt er den Ausgleich fest.
Timeout des Benedigert. Für Jakob Beierstedt war es ein Spiel gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber. Dennoch kämpft er bis zur letzten Minute für den SCM weiter. Sekunden vor dem Abpfiff bekommt er den Ball unter Kontrolle und warf zum 33:32. Somit gewann der SCM wie auch schon im Hinspiel mit einem Tor. Mit diesen zwei wichtigen Punkten festigte der SC Magdeburg seinen 5. Platz in der Tabelle der Handball-Bundesliga. Schon am Sonntag, dem 19. Februar, geht es im EHF Cup weiter. In der Getek Arena ist die Mannschaft aus Ungarn zu Gast. Nach einem Unentschieden gegen Kolding soll nun auch hier in der Gruppenphase im EHF Cup der erste Sieg her. Aber nun die Stimmen zum Spiel. Ja, ich habe versucht jetzt über das zu denken, in Auszeit sagt Benno, jetzt Jakob, du gehst rein und dann steigt die Adrenalin natürlich von 0 bis zu 180 sofort. Ja, und dann erst jetzt weiß ich so, was passiert, weil wir haben unser Spielzug gespielt und Mika hat ein gutes Pass am Kreis gespielt. So, das ist natürlich super schön. Ich glaube, wir haben sehr gut gespielt und wir haben die 2 Punkte verdient. Das war super wichtig mit die 2 Punkte. Als du dann den Ball als letzte Station in der Hand hattest, hast du in irgendeinem Moment daran gedacht, oh Gott, jetzt haue ich dem das Ding rein, das ist mein Torhüter in der nächsten Saison. Das wird ein schwerer Einstand für mich in Göppingen. Nee, sowas glaube ich, kein Sportler denkt so. Ich bin bei Magdeburg und ich bin stolz, die grünen Trikot immer so anziehen. Und das ist Zukunft. Jetzt sind wir hier und wir haben heute gewonnen und ich bin sehr froh und stolz auf meine ganze Mannschaft. Ich fand, wir haben das verdient gewonnen. War aber ein bisschen zu spannend am Ende. Wir haben teilweise sehr, sehr gut gespielt und hat auch deutliche Führungen. Aber dann so kleine Perioden, wo wir alles wegschmeißen und dann sind die wieder dran. Und dann am Ende ein bisschen Glück und 2 Punkte, das ist super. Ja, zum Schluss ist einfach, glaube ich, Glück, dass Yannick zum Schluss den Ball von Rentschler hält und wir vorne dann die richtige Entscheidung treffen. Gerade bei solchen Ergebnissen ist oftmals Glück einfach die prägende Sache. Und wir haben gewonnen, wir können zufrieden sein. Aber das nächste Spiel kommt. Da müssen wir besser spielen.